Ja, einen schönen guten Morgen. Ich grüße alle heute. Ein kurzes Webinar-Thema, Tipps und Tricks, Online-Formate mit Zoom. Ich freue mich, dass Sie und ihr alle da seid. Ja, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Sie wird dann heute Nachmittag auch bei uns im Blog Erwachsenenbildung-ekhn.blog auch in der Mediathek mit drin sein. Parallel wird die Veranstaltung auch gerade auf Facebook gestreamt. Und ja, wenn da also Fragen, Kommentare sind, kommt einfach mit in die Zoom-Konferenz mit rein. Ich habe mir das heute wie folgt gedacht. Erstmal, warum überhaupt noch mal ein Webinar zu Zoom? Ja, irgendwie, wir haben jetzt ja alle schon sehr viele Erfahrungen mit Videokonferenzen. Aber es ist ja so, dass die Möglichkeiten, die wir haben, umzusetzen, also auch methodisch, didaktische Möglichkeiten, auch immer abhängig sind von den Funktionen, die uns ein Programm bietet. Ja, wir können nur das machen, was uns unsere Software ermöglicht. Und es kommen immer wieder neue Funktionen mit hinzu. Es gibt auch schon Funktionen, die sind schon länger da. Die kennt man vielleicht auch nicht, die einmal, ich sag mal, das digitale Angebotsleben wesentlich erleichtern. Und da dachte ich, ich mache einfach nochmal so einen kleinen Überblick. Ich sage mal Funktionen, die ich in meinen Formaten gerne nutze, die sich wirklich sehr, sehr bewährt haben. Es geht um normale technische Funktionen von Zoom, um Moderationsfunktionen. Wie kann ich Moderation steuern? Wie kann ich Blickachsen steuern? Visuelle Kommunikation lenken, Rednerlisten auch führen. Wir werden mal einen Blick in die Arbeitsumgebung auch mal schauen. Das heißt, Interaktionswerkzeuge und Möglichkeiten bei Zoom. Das Ganze soll ja auch als Video nochmal so als Nachschlagewerk für jene gelten, die, ich sag mal, auch jetzt anfangen mit Zoom-Veranstaltungen. Und ja, am Schluss hoffe ich natürlich, ich denke mal so 30, 35 Minuten Input, dass wir dann auch nochmal ins Gespräch und in die Diskussion kommen. Dann werde ich auch den Livestream beenden und wir können hier uns auch noch mal ein bisschen unterhalten, was für Sie und euch, ich sag mal so, Kernfeatures sind, die nicht mehr wegzudenken sind. Ja, vorneweg, Sie, ihr, ich einige mich jetzt mal auf das Sie. Sie brauchen ein Smartphone oder ein Tablet oder einen Browser nebenbei, denn ich habe ein paar Abfragen und Umfragen auch mal mit eingebaut. Und bevor wir anfangen, möchte ich mal bitten, entweder mit dem Smartphone oder eben mit dem entsprechenden Browser auf die Mentimeter-Seite zu gehen, also sprich menti.com, oben mit dem Code 7528 2337 und oder eben den entsprechenden Link im Chat anklicken. Und da würde mich jetzt erstmal interessieren, wie Sie die Qualität der digitalen Angebote bewerten, die Sie so in den letzten Wochen, Monaten besucht haben. Da haben Sie so Dropdown-Menü. Würde ich Sie einfach mal bitten, abzustimmen, einfach mal so ein Feedback zu hinterlassen, wie Sie die einzelnen Formate bewerten. Ja. Einmal sehr gut, fünfmal gut, viermal in Ordnung. Viermal in Ordnung. Genau, es kommt, 12 Leute haben abgestimmt. Denn letztendlich, wir müssen ja auch schauen, wenn wir gucken wollen, wie wir unsere Veranstaltung verbessern, optimieren wollen, müssen wir auch einfach noch mal kritisch gucken, was ist in den letzten, oder was ist in letzter Zeit passiert. Hat es uns gefallen? Hat es uns nicht gefallen? Und woran lag es? Ja, was war es konkret, was uns nicht gefallen hat? Was ist das, was wir konkret auch, ich sag mal, verbessern oder auch optimieren können und korrigieren können? Und ich merke jetzt im Moment, ja, ist gerade so ein bisschen Müdigkeit, was digitale Veranstaltungen angeht. Es war so ein bisschen so eine euphorische Welle, war natürlich auch da, im Moment so ein bisschen Müdigkeit. Ich behaupte aber, also ganz frech in die Runde, dass ganz viele Menschen einfach auch schlechte Erfahrungen mit digitalen Angeboten gemacht haben, was einfach auch daran lag. Viele sind ungeübt. Klar, wir lernen sowas ja als Pädagogen auch nicht im Studium. Wir haben
gewisse Routinen in unseren Veranstaltungen. Und es wurde, glaube ich, viel zu lange versucht, eine analoge Veranstaltung digital genauso stattfinden zu lassen wie auch analog. Sprich Input, 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 Input. Und ja, das kommt natürlich digital nicht so gut an. Da gibt es natürlich auch schon Erkenntnisse, was Nutzerverhalten angeht. Und ich denke immer, wir können sehr gut auch vom Medium YouTube zum Beispiel auch lernen. Das ist ja auch ein videogestütztes Medium. Und da werden Sie ja merken, wenn Sie mal gucken, so die wenigsten Videos, die bei YouTube wirklich viral gehen und auch wirklich viel geguckt werden, die gehen irgendwie eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Also ich meine, wir sind nicht Rezo, wir können uns nicht irgendwie mal erlauben, ich sag mal, ein Video-Input von einer Stunde zu machen und dann auch hoffen, dass Tausende von Leute sich das auch angucken. Ja, das Meinungsbild ist jetzt mal da. Eine Person sehr gut, sieben Personen in Ordnung. Und das spiegelt auch so die Erfahrung wieder. Und da wäre jetzt natürlich die logische nächste Frage. Was fehlte bislang in den digitalen Angeboten? Und da würde ich einfach auch mal so Stichworte bilden. Also was war konkret das, was uns gestört hat oder was uns ja, so negativ auch aufgefallen ist und was uns jetzt davon abhält zu sagen, das ist eine gelungene und gute Veranstaltung gewesen. Ein kleines Textfeld, bitte einfach mal kurz mit reinschreiben. Persönliche Begegnung ist jetzt ein Stichwort. Langatmiger Vortrag, genau, zu lang. Zu wenig Pausen bei langen Veranstaltungen, unpassende Einbindung digitaler Tools. Lerner, Lernaktivierung, Speeddating, Technikprobleme, zu viel Input, PowerPoint, zu viel Inhalt, langweilige Moderation, Know-how der Veranstalter, fehlende Interaktion. Und da merken Sie auch, das sind alles, oder was heißt alles? Viele sind Punkte, die können wir auf analoge Veranstaltungen übertragen. Ja, es ist ja nicht so, dass eine Veranstaltung, wenn sie analog stattfindet, automatisch durch die Decke geht und sehr gut ist. Ja, auch in analogen Veranstaltungen kann es langweilige Moderation geben, viel zu lange PowerPoint-Präsentationen, langweilige Präsentationen, zu wenig Interaktion. Das war oder ist auch, ja, etwas, was mir zum Beispiel auch an Fachtagen oder sowas immer nie so wirklich gefallen hat, dass es dann wirklich immer Vortrag und Vortrag und Vortrag und ich mich dann frage, im Prinzip hätte man die Vorträge alle auf Video aufnehmen können und ich hätte sie mir zu Hause angucken können, wenn ich Zeit habe, hätte zwischendrin nochmal aufs Klo gehen können. Wo ist jetzt der Mehrwert, dass ich jetzt hier vor Ort bin? Es gibt keine Möglichkeit, mich zu beteiligen, keine Möglichkeit mitzumachen, keine Möglichkeit, irgendwie auch in Austausch zu treten. Und das ist ja auch genau das, was Sie jetzt hier auch mit widerspiegeln. Langweilig, genau, Technikprobleme, zu viel Input, durchgehend gutes Internet, frontaler Unterricht, genau, das ist, da müssen wir jetzt natürlich gucken, sind das Punkte, ja, es sind natürlich Punkte, die wir, ich sag mal, in unseren Veranstaltungen besser machen können, was wir besser machen können. Das heißt, wenn es heißt, zu viel Input, ja, dann verlagern wir einfach die Zeit. Dann machen wir nicht zu viel Input, sondern wir machen einfach nur einen kürzeren Slot und dann eben Interaktion und Austausch. Hat sich bei unseren Fachtagen auch sehr, sehr gut bewährt. So eine 20er-Mischung, 20 Minuten Input, 20 Minuten Murmelgruppen, 20 Minuten Fragerunde und dann geht es wieder los mit einer kleinen Pause und dann wieder Input, Austausch, Fragerunde. Das ist etwas, was sich wirklich auch gut bewährt hat. Ja, wir werden in dieser nächsten halben Stunde einfach mal gucken, was bietet uns Zoom, um genau das, was jetzt auch gerade ja kritisiert oder rückgemeldet wurde, zu optimieren und zu gestalten. Und dann, wie gesagt, persönlicher Austausch, Gespräch, ihre Erfahrungen. Fangen wir einfach mal an und zwar etwas, wo ich merke, dass ganz, ganz viele überrascht sind, dass es mit dem Zoom-Meeting überhaupt geht. Das ist die Registrierung für Meetings. Werde ich ganz oft gefragt bei unseren Barcamps, bei unseren Fachtagen, nutzen wir Meeting, nutzen wir Webinar, was für eine Version haben wir? Da war ja vorhin so ein schickes Anmeldeformular. Viele machen das ja noch ganz klassisch. Per E-Mail oder mit Anrufen, dann werden Excel-Listen geführt und so weiter. Und da hilft uns Zoom natürlich auch schon in der ganz regulären Meeting-Variante mit einer Meeting-Registrierung auch, ich sag mal, zu unterstützen und zu helfen. Ich
gebe einfach mal den Bildschirm frei, um zu zeigen, wie das funktioniert. Und zwar die Registrierung, die kann lediglich und ausschließlich über die Registrierungsseite von Zoom.us eingerichtet werden. Also nicht über die Software, sondern man muss sich unter Zoom.us mit dem eigenen Account einloggen. Dann eben auf Meetings gehen, ein neues Meeting erstellen. Ich gehe jetzt diesen Schritt nicht zurück, weil wir dann einfach auch die ganze Liste und die Meeting-IDs meiner bereits geplanten Meetings dann jetzt hier auch mitsehen würde. Ich gebe hier ganz normal Meeting-Thema, Beschreibung und so weiter ein, habe dann hier den Button Registrierung erforderlich. So, das ist ein Punkt, ja, Registrierung erforderlich. Und wenn ich jetzt unten auf Speichern klicke, dann habe ich jetzt hier schon bereits einen Registrierungslink. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, das ist der Link, den gebe ich als Anmeldeseite weiter, wo sich dann die Menschen im Prinzip mit Name, mit E-Mail-Adresse registrieren können für das Meeting. Jetzt kann man das natürlich noch ein bisschen anpassen. Das heißt, ich scroll einfach weiter runter und habe jetzt hier unten im Bereich Registrierung, habe dann hier auch die Übersicht der Registranten, die kann ich mir anzeigen lassen. Ja, da stehen jetzt hier alle mit Namen. Ich habe auch die Möglichkeit, mir die Registranten über den Meetingbericht komplett als CSV-Datei oder dann importiert in Excel, dann als Excel-Datei herunterzuladen, dass ich dann eine Excel-Tabelle habe mit allen Daten. Ich kann dann aber auch sagen, okay, Registrierungsoptionen automatisch genehmigt. Da gibt es dann die Möglichkeit, jeder, der sich anmeldet, wird genehmigt. Ich muss alles manuell genehmigen. Ich bekomme eine Nachricht. Hier kann ich die Fragen angeben, die bei der Registrierung angegeben werden müssen. Also entweder können, optional, Adresse oder wenn ich hier den Haken bei erforderlich setze, ist es eben ja ein Pflichtfeld. Und ich kann auch nochmal benutzerdefinierte Fragen angeben in Form von einer Kurzantwort oder einer einzigen Antwort. Das heißt, kann ich dann hier zum Beispiel auch sagen, was weiß ich, falls es irgendwie Thema sein sollte, Geschlecht, männlich, weiblich, divers, dann sage ich Create, Speicher. Und wenn ich jetzt auf den Registrierungslink klicke, so, dann wird, wie gesagt, hier ein Dropdown-Feld mit aus oder angeboten, was ich mit ausfüllen muss. Das ist eine Form, wie gesagt, der Registrierung, der Anmeldung, die sehr viel Arbeit abnimmt. Ja. Unsere Verwaltung, die hat sich schon beschwert, die Verwaltungsfachkraft, dass sie da weniger zu tun hat. Aber bei bestimmten Online-Formaten machen wir die Registrierung dann auch wirklich nur über Zoom. Es ist einfach, ich kann abfragen, was ich will. Ich habe nachher eine exportierbare Excel-Tabelle für eventuelle ja, Nachverwertung, Fremdverwertung etc. Wenn es irgendwie Fragen gibt zu dem, was ich sage oder irgendwas nicht verstanden wird, einfach vielleicht in den Chat mit reinschreiben. Ich habe den hier mit im Blick im Auge. Oder vielleicht dann einfach kurz notieren, dass wir dann nachher gesamt doch mal auf alles zu sprechen kommen. Ja, was die Moderation angeht, so sind wir ja in Zoom im Prinzip gewohnt, uns in einer zweidimensionalen Oberfläche zu unterhalten, also sprich in einer Galerieansicht oder eben auch in einer Sprecheransicht. Ich teile mal gerade meinen Bildschirm. Bitte jetzt nicht verwundert sein, dass Sie jetzt gleich ein Fenster sehen. Jetzt ist das komplette Zoom-Fenster hier oder mein kompletter, Moment, so Desktop, jetzt ist mein Desktop freigegeben, genau. Jetzt sehen Sie gerade meinen Desktop und nicht verwundert sein, dass Sie sich jetzt gleich zweimal sehen. Das heißt, wir haben als Auswahl Galerieansicht und auch die Sprecheransicht, wobei ich die Sprecheransicht auch nochmal etwas manipulieren kann. Da werde ich aber gleich nochmal ein Wort drüber verlieren. Was ich interessant finde, ist, ich muss mal gerade gucken, dass wir die Möglichkeit haben, die Ansicht auch noch mal etwas zu verändern. Einen Moment mal bitte gerade, ich habe jetzt hier auf meinem, ach ja, hier, genau, so, zack, genau, die Freigabe muss ich mal eben aufheben, so, dass wir die Ansicht etwas noch mal verändern können. Warum sollen wir die Ansicht verändern? Wir haben ja in einem analogen Setting, wenn wir mit einer Gruppe zusammenarbeiten, ja auch nicht nur alle Menschen, die nebeneinander sitzen, sondern wir passen uns das Setting ja unseren Bedürfnissen, unseren Methoden an.
Mal haben wir einen Stuhlkreis, mal sind zwei im Vordergrund, die was erzählen, oder bei der Podiumsdiskussion haben wir eine Bühne, wo dann vier, fünf oder sechs Leute zu sehen sein sollen. Das ist immer abhängig von dem, was wir machen. Und da bietet Zoom verschiedene Möglichkeiten. Das eine, das ist so was mehr Spielerisches, das ist die sogenannte immersive Ansicht. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie oben auf die Ansicht klicken, ist eben nicht nur Sprechergalerie, sondern immersiv da. Und ich schalte die jetzt einfach mal ein, dass Sie jetzt mal sehen, was passiert. Dann zeige ich Ihnen auch gleich, wie das funktioniert. So, wir befinden uns jetzt in einer immersiven Zoom-Ansicht. Das heißt, das ist eine Funktion, die Teams auch schon länger hat, dass wir uns im Prinzip als Gruppe in einem virtuellen Hintergrund befinden. Falls Sie jetzt gerade über Facebook zuschauen im Livestream, diese immersive Ansicht, die wird nicht in den Livestream übertragen. Ja, deswegen ist da jetzt gerade ein weißer Hintergrund und Sie sehen jetzt eigentlich nicht, was die immersive Ansicht ist. Ich würde das jetzt gerne in dieser Freigabe zeigen, aber es ist ja immer nur eine Freigabe möglich. Deswegen gebe ich mal gerade eine virtuelle Maschine frei und in dieser virtuellen Maschine habe ich eine weitere Zoom-Instanz laufen. Die starte ich jetzt mal. Oh, bitte nicht erschrecken. Genau, um es jetzt hier nochmal konkret zu zeigen. Das heißt, ich habe hier die Ansicht, Sprecher, Galerie, Immersiv. Und wenn ich auf Immersiv klicke, dann habe ich hier verschiedene Szenarien, kann mir auch verschiedene Bilder ich sag mal, hochladen, kann mir dann ein Bild ausleihen, eine Küche und die einzelnen Personen, die dann hier sind, ja, ich sag mal, dann auch hier mit reinziehen. Vielleicht so Küchengespräche oder Lagerfeuergespräche. Ja, ist einfach auch nochmal ein ganz nettes Setting und eine andere Anordnung. Was ich vorhin nochmal gesagt habe, wir entscheiden ja auch immer in einer Gruppe, in einer Veranstaltung, wer zu sehen sein soll. Und das funktioniert sehr gut bei Zoom über die sogenannten Spotlight-Videos. Das heißt, ich gebe meinen Bildschirm gerade nochmal frei, dass der komplette Monitor nochmal gesehen wird. Ich hatte vor eingangs gesagt, wir haben die Galerieansicht und die Sprecheransicht. So, jetzt habe ich aber auch die Möglichkeit, verschiedene Personen hervorzuheben. Ja, das heißt, mit den sogenannten Spotlight-Video-Funktionen. Ich kann jetzt auf mein Video draufklicken und sagen, fokussieren für jedermann. Und dann bin ich jetzt erstmal in der Sprecheransicht, die wird jetzt bei Ihnen dominant dargestellt, werde ich jetzt angezeigt. Jetzt ist es aber so, dass nicht nur ich hier sein muss, sondern ich kann bis zu 9 Personen jetzt auswählen, die zu mir hierher kommen. Ich kann jetzt die Camilla zum Beispiel mal auswählen. Gut, hallo Camilla, schön, dass du da bist. Ich klicke auf dein Video drauf und sage Spotlight-Video hinzufügen. Und dann sind die Camilla Merz und ich jetzt gerade da. Und weil ich ein weiteres bekanntes Gesicht jetzt hier oben sehe, die Frau Guase, ich grüße Sie, kann ich Sie jetzt zum Beispiel auch mit hier hinzunehmen, Spotlight-Video hinzufügen. So, das heißt, wir können so wirklich ein visuelles Setting auch gestalten. Angenommen, ich bin ein Moderator, die Camilla Merz übernimmt gerade die Rolle einer Referentin. Frau Guase, ich schalte Sie noch mal kurz weg. Das kann ich hier draufklicken, dann Spotlight-Video entfernen. Dann kann ich eine Begrüßung machen, wie wir das ganz normal auch auf einer Bühne machen würden. Ich rufe die Referentin zu mir hoch. Ich bedanke mich, dass Sie da sind und kann mich dann einfach auch wegklicken. Spotlight-Video entfernen. So, dann ist die Referentin zu sehen, die ihren Vortrag, ich sag mal, zeigen könnte. Ist der Vortrag am Ende? Kann ich also in den letzten Sekunden auf die Bühne hinzukommen, ganz dynamisch, wie wir das so machen, bedanke mich für den vollen, tollen Vortrag. Dann frage ich, okay, gibt es denn Fragen? Und jetzt bei den Fragen ist es ja die Sache, wie ordne ich die Leute zu, die Rückfragen haben? Wie kann ich geordnet wirklich eine Rückmeldekultur organisieren bei Zoom? Und da hilft hier unten unter Reaktionen die Funktion Handheben. Ich würde Sie jetzt einfach mal bitten, ich mache mal gerade meinen Chat hier weg, dass man das besser sieht, unten unter Reaktionen mal auf Handheben zu klicken und dann hier an der Seite in der Teilnehmerliste zu gucken, was hier passiert. Da verändert sich jetzt nämlich die Reihenfolge. Auch hier oben verändert sich die Reihenfolge. Und zwar werden Sie mir jetzt in der Reihenfolge angezeigt, wie Sie sich gemeldet haben. Es wird mir hier automatisch in der eine Rednerliste ich sag mal, angefertigt und ich sehe, aha, hier die Diana Garcia Gramlich, die war die erste, die sich gemeldet hat. Jetzt kann ich auf ihren Namen draufklicken und kann dann sagen, ihr Video ist jetzt gerade aus.
nehme ich mal den Stefan Rother, wenn das jetzt in Ordnung ist, und kann dann eben im Prinzip sagen, genau, auf mehr draufklicken, Spotlight-Video hinzufügen und kann den Herr Rother jetzt hier mit dazu nehmen. Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass Sie sich zur Verfügung gestellt werden. Danke, ich auch. Wunderbar. Hier kann jetzt eine Frage im Prinzip an die Referentin stattfinden. Wenn die Frage beendet ist, kann ich dann auch als Host oder als Co-Host die Hand senken, dass der Herr Rother in der Rednerliste runterrutscht, kann ihn dann mit Spotlight-Video entfernen, sodass hier die nächste Person wieder nachrutscht. Und wenn das alles, ich sag mal, erledigt ist, kann ich im Prinzip auch auf Mehr klicken und sagen, alle Feedbacks löschen und dann werden alle Hände automatisch runtergenommen. Und das ist eine super Funktion, ja, weil wir nämlich, so Freigabe mal beenden, weil wir nämlich nur die Personen sehen, die bedingt durch das Setting zu sehen sein sollen. Ja. Das heißt, wir lösen diese zweidimensionale Galerieansicht auf und können bis zu 9 Personen über dieses Fokussieren, diese Spotlight-Videos ja anheften, für alle sichtbar. Das ist eine Manipulation der Sprecheransicht. Jeder hat die Möglichkeit, noch auf die Galerieansicht zurückzugehen, aber klickt man wieder auf Sprecheransicht, dann werden wieder diese Personen entsprechend angezeigt. Super Funktion. Ja, wie gesagt, ansonsten zu dem Feedback. Wir haben unten gesehen, ich gebe den Bildschirm noch mal kurz frei. Es gibt unter Reaktionen welche, die sind grau hinterlegt, welche, die sind nicht grau hinterlegt. Das liegt einfach daran, die grau hinterlegten, das sind permanente Feedback. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Haken setze, bleibt dieser grüne Haken so lange sichtbar, bis ich ihn wieder runternehme oder bis ein Host oder Co-Host ihn runternimmt. Hier unten die Feedbacks, die nicht hinterlegt sind, das sind Feedbacks, die nach 10 Sekunden automatisch wieder verschwinden. Das heißt, das ist wirklich so, da stehen Smileys oder Emojis zur Verfügung für spontanes, für spontane Rückmeldung oder auch spontanes Feedback. Gut, ansonsten, das ist also, wie gesagt, das ist so eine Funktion, die nutzen wir grundsätzlich bei großen Veranstaltungen. Ich sage mal, wenn wir kleine Schulungen haben, macht das natürlich keinen Sinn, wenn wir nur 6, 7 Leute sind, dann mit Spotlight-Videos zu arbeiten. Aber bei großen Schulungen ist das ganz fantastisch. Spotlight-Video ist das eine. Die zweite Funktion, Breakout-Sessions, die Breakout-Räume. Und da werden auch immer wieder nochmal gefragt, viele, also obwohl es diese Funktion, dass man sich die Breakout-Räume eigenständig auswählen kann, obwohl es die schon relativ lange jetzt auch gibt, schon fast ein Jahr, ist das für viele immer noch unbekannt und das wird auch kaum genutzt. Denn viele sehen wirklich diese Breakout-Räume immer noch als Arbeitsräume. Um kurz zu zeigen, worum es geht, ich gebe den Bildschirm mal frei. Und der Host wie auch die Co-Moderatorin haben einen Button Breakout Sessions. Ich klicke mal hier drauf und dann habe ich die Möglichkeit, Konferenzräume erstellen. Zu den Breakout-Räumen, zu einem normaler Zoom-Account, Bezahl-Account, da stehen 50 Breakout Sessions zur Verfügung bis 200 Personen. Ab 200 Personen sind es dann nur noch 30 Breakout-Sessions. Das ist dann immer vom Tarif abhängig, wobei die normale Lizenz bei Zoom ja nur 100 Personen hält. Wer aber in so einem Business-Tarif oder in einem Education-Tarif mit drin sind, da sind 300 Personen in einem Zoom-Meeting möglich. Ich rede hier von der Funktion Meeting-Teilnehmern die Auswahl eines Raumes erlauben. So. Und zwar, ich gebe jetzt einfach mal eine Anzahl von Meeting, von Räumen ein. Ich sage mal 10 Räume. Ich sage auf Erstellen und habe jetzt hier die Auswahl oder die Möglichkeit, die Räume umzubenennen. Da kann ich dann jetzt hier das bekannte Lagerfeuer in Rheinhessen, darf der Weinkeller natürlich nicht fehlen. In der evangelischen Jugend, das Bällebad, ja, werf mal ein bisschen mit Klischees hier rum, ne? Und so weiter und so fort. Ich kann Räume löschen und ich kann auch jetzt schon mal zuordnen, was aber jetzt auch gar nicht so mein Ziel ist. Ich habe unten in den Optionen die Möglichkeit zu sagen, okay, die Räume werden automatisch geschlossen. Das deaktiviere ich jetzt mal für eine Veranstaltung. Und dann sage ich dann einfach, ja, Meeting-Teilnehmer auf Auswahl des Raumes gestatten, Teilnehmer erlaubt jederzeit zurückzukommen
und alle zugewiesene Teilnehmer automatisch verschieben. Das ist jetzt obsolet, weil ich ja niemanden zugeordnet habe und sage jetzt Sessions beginnen. Was sich bei Ihnen jetzt verändert hat, jeder von Ihnen hat jetzt unten in der Leiste einen Button, hier ist er, mit Breakout Sessions dazu bekommen. Das heißt, die Breakout Sessions, die laufen im Hintergrund jetzt weiter und Sie können jetzt einfach auf diesen Button Breakout Sessions klicken und bekommen diese Liste angezeigt. Und unter nicht zugeordnet sind jetzt diese ganzen Räume. Und wir sehen jetzt auch, aha, Andrea Michel ist jetzt schon im Lagerfeuer mit drin. Und Sie haben jetzt einfach auch die Wahl, sich automatisch zuzuordnen. Und ja, probieren Sie das einfach mal aus. Gehen Sie einfach mal in so eine Breakout-Session rein. Wenn Sie hier auf die Ziffer gehen, sieht man, okay, kann man auch beitreten oder teilnehmen. Wenn ich jetzt hier auf Teilnehmen klicke, dann würde ich auch entsprechend direkt beitreten können. Einfach, wie gesagt, mal ausprobieren. Ich stoppe hier die Bildschirmfreigabe. So. Ich stoppe jetzt die Breakout-Sessions, weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz zeigen, was generell möglich ist. Sie haben alle gesehen, dieser Button ist da. Ich sehe die Räume. Ich sehe, wer in welchem Raum mit drin ist. Und ich kann mir selber aussuchen, in welchen Raum ich reingehe. Wir müssen noch 10 Sekunden warten, bis der Raum endgültig geschlossen wird und alle wieder zurückkommen. Genau. Ja, das ist nicht nur eine fantastische Möglichkeit für die Zuordnung, gerade in größeren Gruppen, weil mittlerweile, also man braucht mindestens Zoom-Version 5.3 und wir sind jetzt, glaube ich, bei 5.8 wahrscheinlich in der Mac-Version. Mittlerweile hat jeder also fast eine aktuelle Version und dieses Wechseln, das ist über den Browser, über die Zoom-Software, wie auch über ein Tablet oder Smartphone problemlos möglich. Das heißt, wir müssen die Leute auch gar nicht mehr großartig zuordnen, sondern wir können Autonomie können wir stärken, wir können Eigenständigkeit stärken, wir können den Menschen die Wahl lassen, gehen sie jetzt dorthin oder gehen sie jetzt dorthin. Das ist ja auch etwas, was im Vorfeld auch mit angemerkt wurde, diese Autonomie, ich bin nur Konsument, ich sitze nur da, ich kann kaum selber was entscheiden, ich kann kaum selber was machen und hier kann ich selber entscheiden, in welchen Raum ich gehe und wen ich besuchen möchte. Und das ist eben nicht nur für Workshop-Phasen interessant, sondern bei Fachtagen, bei größeren Veranstaltungen haben wir die Breakout-Sessions komplett im Hintergrund offen, als Rückzugsräume, als Kommunikationsräume, als Räume für informellen Austausch. Denn da geht es ja schließlich darum, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir analoge Veranstaltungen sehen, was ist denn das Interessanteste oder eins der Interessantesten? Das ist ja wirklich auch mal Kolleginnen und Kollegen und auch Leute wiederzusehen, in Austausch zu gehen, sich unterhalten zu können, Kaffee zusammen zu trinken, so die Begegnung schaffen. Und das ist eigentlich nur möglich, wenn wir digital dafür auch Räume schaffen, weil wir das in der Hauptkonferenz nicht können. Das kriegen ja alle mit. Das stört wenige, aber es kriegen halt alle mit. Und deswegen müssen wir halt Räume schaffen für informellen Austausch. Ich sehe, der Khalid, der hat sich jetzt direkt gemeldet. Und da ich schätze, dass das direkt dazugeht, nehme ich dich doch auch mal mit dazu. Ich grüße dich, Khalid. Hi, Tobias. Ganz kurze Frage. Welche Erfahrungswerte hast du mit der Anzahl der Personen in so einer, in so einem Raum? Sicherlich ist es auch nochmal abhängig, in welchem Kontext, wenn es aber jetzt eine Kleingruppenarbeit sein soll, gibt es da Erfahrungswerte, wo du sagst, ja, 5 höchstens oder sowas. Und das Zweite, man kann ja einen Timer stellen. Das heißt, nach einer bestimmten Zeit werden alle automatisch, also werden die Räume automatisch geschlossen. Hast du da eine Präferenz? Das ist so meine Frage. Also wie gesagt, wenn es da für den Austausch geht oder Murmelgruppen geht, dass die Leute nach einem Fachvortrag zusammenkommen und sich austauschen, dann nehme ich in der Tat kleine Gruppen, 4 Leute, maximal 5, eher so 3 bis 4, weil das ist eine Gruppe, da kommt man zu Wort, ohne eine Moderation zu brauchen. Ja, also es muss niemand die Gesprächsführung übernehmen. Man kann sich aber auch nicht in der Anonymität der Gruppe verstecken. Und da, finde ich, kann man auch so ein bisschen
Es ist ja im Prinzip ein Druckaufbau, wenn man das Setting so gestaltet, dass man sich nicht irgendwie verstecken kann und sich doch irgendwie melden muss oder dass es dann auffällt, wenn man nichts sagt. Aber das möchte ich natürlich auch fördern, dass die Leute auch zu Wort kommen. Deswegen so 3, 4, 5 Personen für Kleingruppen, das ist ganz gut. So, zweite Frage, das war, was war das doch bei Khaled? Das war die Dauer. Die Dauer. Also grundsätzlich, also diese Murmelgruppen, die mache ich so 5 bis 10 Minuten. Also je nachdem, ob ich noch Leitfragen oder sowas mit reingebe, ob ein Arbeitsauftrag auch da ist. Und weil du diesen Timer vorher mit angesprochen hast, man kann ja einstellen, dass so eine Uhr mitläuft. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, erstens diese Uhr, die wird ganz gerne übersehen. Zweitens, für mich der große Nachteil bei diesem Timer ist, wenn ich ihn einmal aktiviere, bleibt er für die nächsten Veranstaltungen aktiviert. Und ich bin so einer, ich vergesse das dann immer wieder. Ich starte dann Breakout-Sessions und dann ist noch der Timer von der vorherigen Veranstaltung drin. Also ich mache im Prinzip keinen Timer, ich informiere immer wieder. Und über Zeitbudget, man kann ja auch Nachrichten in die Breakout-Sessions schreiben. Man kann auch in die Breakout-Sessions freigeben. Und von daher lasse ich den Timer eigentlich auch weg. So, genau, dass die Breakout-Räume nochmal so als, Interaktionsmöglichkeit und dann etwas, was noch gerne, auch genutzt wird, was allerdings oder wo ich auch immer angesprochen werde, kann man das nicht nutzen. Ich aber sehr zwiegespaltenes Verhältnis dazu habe, das ist das Zoom-Whiteboard. Und zwar hat Zoom ja auch eine Möglichkeit, ein Whiteboard als Interaktionstool mit einzubinden. Das geht ganz normal. Ich gebe meinen Bildschirm einmal frei, dass der komplette Screen jetzt wieder sichtbar ist als Bildschirmfreigabe. Das heißt, ich klicke auf Bildschirm freigeben und kann mir dann hier das Whiteboard aussuchen. Und sobald ich jetzt darauf klicke, erscheint bei Ihnen jetzt eine weiße Fläche. Jetzt haben Sie oben am Bildschirmrand so einen grünen Balken, dass Sie eben den freigegebenen Bildschirm von Tobias Albers Heinemann sehen. Rechts nebendran ist ein schwarzer Button mit weiteren Optionen. Wenn Sie da draufklicken, kommen Sie auf Kommentieren. Wenn Sie auf Kommentieren klicken, öffnet sich eine Werkzeugleiste und mit dieser Werkzeugleiste, da können Sie sich zum Beispiel Text aussuchen oder auch einen Stift und können mal in dieses Whiteboard reinschreiben. Probieren Sie das doch einfach mal aus, ob das bei Ihnen soweit funktioniert. Wie gesagt, wenn Sie die Zoom-Software nutzen, das geht nur über die Zoom-Software. Da sind wir nämlich schon bei der ersten großen Einschränkung. Personen, die über den Browser teilnehmen, da funktioniert es nicht. Ja, super. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Jetzt haben Sie gesagt, die Funktion, die ist nicht da und das erkläre ich Ihnen auch gleich, warum die nicht da war. Die war nämlich deaktiviert und ich sage Ihnen auch gleich, warum ich das deaktiviert habe. Zuerst einmal zu diesem Whiteboard. Vielen Dank erstmal fürs Reinschreiben und fürs Ausprobieren. Das ist eigentlich eine nette Möglichkeit, um Feedback auch zu sammeln, irgendwie Ideensammlung, Brainstorming, wie auch immer zu machen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mit reinschreiben können. Nachteil Nummer 1 ist, es funktioniert nur bei Personen, die den Zoom-Klienten benutzen, nicht über den Browser nutzbar. Und da immer wieder viele Menschen über Browser noch teilnehmen, die sind dann natürlich ausgeschlossen. Aspekt Nummer 2, der zu beobachten oder zu beachten ist, ich bitte Sie jetzt einfach mal, oder ich gebe jetzt noch mal meinen Monitor frei. Und jetzt gucken Sie doch bitte mal, ob Sie diese Kommentierfunktion noch mal finden. Ja, da ist sie. Und da schreibt ja jemand jetzt gerade in meine Bildschirmfreigabe rein. Und das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte, wenn wir Veranstaltungen, über Zoom anbieten, dass wir wissen, danke, Karl-Lied, dass wir wissen, was gerade passiert, wenn genau so etwas passiert. Es gab zahlreiche Zoom-Veranstaltungen, wo sowas passiert ist, da wurde in den Medien darüber gesprochen, dass die Zoom-Veranstaltungen gehackt wurden. Das ist natürlich kein Hacken. Das ist ein Annotationswerkzeug, das ist eine Kommentierfunktion.
Ja? Und diese Kommentierfunktion, da muss ich wissen als Host, dass ich die ausschalten kann. Entweder in dieser schönen Leiste, die ich hier habe, klicke ich auf Mehr und dann kann ich Beschriftung für andere deaktivieren. Wenn ich jetzt hier draufklicke, ist die Beschriftung deaktiviert und es kann so etwas nicht passieren. Das Zweite, und das ist wirklich etwas, wo Zoom auch heraussticht, ist hier unten dieser Button, hier ist er, genau, Sicherheit. Denn hier hat Zoom alle Funktionen zusammengeführt, die mit Sicherheit auch zu tun haben. Und hier finden wir nämlich auch zum Beispiel Anmerkungen zu freigegebenen Inhalten. Und wenn ich hier den Haken wegsetze, dann kann auch keiner mehr freigeben. Also da ist es einfach wichtig, wenn ich Moderator bin, ich muss wissen, was in einer Zoom-Konferenz passiert. Und wenn etwas passiert, muss ich wissen, wie ich reagieren muss. Da verlinke ich auch gerne und auch hier nochmal in die Kommentare, da haben wir ein Video auch nochmal erstellt zum Thema Sicherheitsfeatures von Zoom, wo ich alles auch nochmal erkläre und die ganzen Features auch nochmal zeige. Aber wie gesagt, hier dieser Button Sicherheit, da finden wir wirklich alles. Da kann ich auch ganz global die Bildschirmfreigaberechte erstellen. Also im Moment kann niemand hier den Bildschirm freigeben. Das können nur Hosts und Co-Hosts. Wenn ich hier den Haken setze, dann können auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Bildschirm freigeben. Und ich habe hier noch den Button Aktivitäten der Teilnehmer aussetzen. Und wenn ich jetzt hier auf Aussetzen klicke, das ist so der Notfall-Button, bevor ich das Gefühl habe, ich verliere die Kontrolle über meine Zoom-Veranstaltung. Dann, wenn ich den jetzt klicke, werden die Videos beendet, Audio wird beendet, Chat wird beendet, die Breakout-Räume wird beendet. Also es wird alles wirklich runtergefahren, dass ich als Host erstmal die komplette Veranstaltung wieder manuell starten muss, beziehungsweise erlauben muss. Die Leute sind noch da, aber ich muss dann erlauben, Video starten, Mikrofon beitreten und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da verweise ich gerne auch auf unser neues Projekt und unsere neue Seite. Da springe ich hier mal gerade in die Freigabe mit rein. Moment. So, und zwar erwachsenenbildung.digital, weil wir ja an dem Punkt sind, wo viele, viele Menschen viele, viele Fragen haben. Da haben sich mein Kollege, der Michael Grunewald, und ich einfach gedacht, was können wir denn machen, um all diese Fragen auch beantworten zu können, weil ja innerhalb der EKHN laufen die ja auch bei uns zusammen und wir haben mit Fördermitteln diese Seite erstellt. Einmal ein 10-teiliger Grundlagenkurs mit der Dele Hirsch zusammen, einer Bildungswissenschaftlerin, über das Erstellen, Planen, Organisieren von digitalen Veranstaltungen. Und dann eben auch ein Vertiefungsbereich, wo man doch mal ganz viel Input zu verschiedenen Zoom-Themen findet. Nicht nur zu Zoom, auch generell. So plane ich eine digitale Veranstaltung, Professionalisierung der eigenen Darstellung. Und hier, weil im Chat auch gerade mal die Frage kam, kann man im Prinzip all das auch noch mal detaillierter nachgucken. Und hier ist, wie gesagt, das Video, so hast du deine Zoom-Konferenz unter Kontrolle über die kompletten Sicherheitseinstellungen und Features von Zoom. Es gibt natürlich wesentlich mehr, ja, was auch zu beachten ist oder was ich auch denke, was für mich wichtig ist bei solchen Veranstaltungen. Aber das würde, glaube ich, jetzt hier auch nochmal den Rahmen sprengen, weil, wie gesagt, wir wollen ja gucken, den Trigger setzen, Informationen anbieten. Den Link dazu setze ich jetzt auch nochmal in den Chat. Weil ansonsten würden wir jetzt hier die nächsten Stunden verbringen. Und genau, und uns dem Thema widmen. Erwachsenenbildung.digital, der Link ist im Chat. Ja, ich wäre damit fast am Ende, denn ein Punkt, der wird auch immer wieder gefragt, den ich auch mit einbringe, das ist nämlich, ich sag mal so eine zeitliche Orientierung in Meetings. Was ich ganz gerne bei Veranstaltungen mache, wenn wir längere Pausen oder wenn wir Pausen generell haben, ist einen Timer mit einzublenden. Ich kann ja über Spotlight-Videos mein Bild im Prinzip priorisiert für alle übertragen und mit einer Streaming-Software, die ich jetzt hier habe, wenn wir Pause haben, kann ich zum Beispiel das Bild austauschen und kann hier einen Timer laufen lassen. So, das ist die Uhr, die dann rückwärts läuft. Dann weiß jeder ganz genau, okay, wann ist dann, ich sag mal, Pause zu Ende. Wenn der Timer auf Null ist, geht's los. Das haben Sie auch gesehen, als das Webinar gestartet hat.
diesen Timer einzusetzen, so wie ich das jetzt gezeigt habe, dafür braucht man eine sogenannte Streaming-Software. Da finden Sie auf Erwachsenenbildung digital auch 2, 3 Videos dazu. Aber es gibt auch eine ganz tolle Lösung und Möglichkeit, das ohne irgendwelche Zusatzgeräte ganz schnell einzurichten, und zwar einfach über eine Bildschirmfreigabe. Ich gebe Ihnen den Browser nochmal frei und dann suchen Sie einfach mal nach Timer im Browser. Und was ich ganz gerne nutze, das ist BigTimer.net. So, dann kann man hier die Uhrzeit angeben, den Timer 5 Minuten. Dann sage ich Start. So, und dann läuft der Timer jetzt einfach über die Bildschirmfreigabe und jeder weiß ganz genau, wann die Pause vorbei ist. Das ist eine Sache, die ist wirklich in wenigen Sekunden auch eingerichtet über eine ganz simple Bildschirmfreigabe, hilft aber auch eine zeitliche Orientierung in der Pause zu schaffen. Ja, an dieser Stelle beende ich jetzt gleich den Livestream auf Facebook und würde jetzt auch meinen Input-Teil beenden und ja, jetzt auch gerne mal mit euch und Ihnen ins Gespräch kommen, was, ich sag mal, so ihre Lieblingsfeatures sind oder was auch vor allen Dingen auch so Funktionen sind, die Sie vielleicht vermissen. Vielleicht habe ich dann ja auch noch mal eine Frage dazu. Aber zunächst auch noch mal die letzte Frage im Chat. Genau, da war noch eine. Was macht Zoom mit den Registrierungsdaten, Thema Datenschutz, richtig? Also die Daten, das kommt natürlich erstmal darauf an, ich sag mal, wo die Zoom-Konferenz drüber läuft, ob das über die deutschen Server von Connect for Video läuft oder über Zoom generell. Ansonsten liegen die natürlich auf den entsprechenden Servern und bei Zoom werden die nach 30 Tagen gelöscht. Und laut Datenschutzerklärung wird damit auch nichts gemacht. So, jetzt, das ist halt das, was Zoom sagt. Wir machen nichts mit den Daten. Sie werden nicht verkauft, nicht monetarisiert, wie auch immer. Nach 30 Tagen gelöscht. Kann man jetzt gucken, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Finde ich so als Unzoomer oder schwierig einzuschätzen. Aber ich denke, wenn das so die Aussage, das Vertragsverhältnis ist, wird dem auch so sein. Gut, dann beende ich jetzt erstmal den Livestream und Livestream anhalten. Genau, und beende das Spotlight-Video, dass wir jetzt hier alle mal in der Galerie an sich zusammenkommen und würde vorschlagen, dass wir uns so die letzten 15, 20 Minuten noch ein bisschen unterhalten, auch über ihre Fragen auch noch mal austauschen. Gibt es denn konkret Rückmeldung, Fragen etc.? Und ja, Stefan Rother, hallo. Ja, hallo aus Wittlich. Vielen Dank erstmal für den tollen Input und die vielen, vielen tollen Gimmicks und Hinweise. Super, wie immer, auf höchstem Niveau. Meine Frage ist, inwieweit kann man bei Zoom problemlos eine andere Kamera mit einbauen? Das meine ich jetzt nicht diese Webcams, die man sonst hat, sondern wenn ich eine Videokamera habe, die ich zu Hause noch höherwertig finde, gibt es ja eigentlich über so einen Video Capture Stick die Möglichkeit, dann noch mit der Funktion Open Broadcast Studio, dass man darüber was verbinden kann. Bei GoToMeeting hat das leider nicht geklappt, damit arbeiten wir vorwiegend. Geht das bei Zoom besser? Und wie? Ja. Also grundsätzlich geht es ja darum, dass diese Streaming-Software, also OBS oder eCam oder wie sie alle heißen, die erstellen im System eine virtuelle Kamera. Mhm. Und im Videokonferenzsystem wähle ich als Videoquelle diese virtuelle Kamera aus. Und im Prinzip muss die Software das einfach nur unterstützen. Ja, also das heißt, BigBlueButton unterstützt virtuelle Kameras, Zoom natürlich, das mache ich ja auch hier. WebEx unterstützt das auch, ja, und bei GoToMeeting, da weiß ich jetzt nicht, ob die das unterstützen. Also hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Er hat mir gezeigt, dass er das nutzen will, aber ich habe dann einen schwarzen Bildschirm. Ja, es kann aber auch sein, dieser Camlink von Elgato, das ist der wahrscheinlich, der unterstützt nicht alle Modelle. Der ist nicht grundsätzlich für alle HDMI-Geräte steht da zur Verfügung. Da empfehle ich, da kann ich auch gerade mal hier auf meine Smartphone-Kamera umschalten. Mhm. Und schwupp und so, genau, hier von der
Firma Blackmagic. Ja. Das ist ein Arte Mini, das kostet in der kleinen Version, ich glaube so 240, 250 Euro. Mhm. Da kann ich hinten 4 beliebige HDMI-Quellen anschließen. Also das kann auch eine Spielkonsole sein, jede Kamera mit einem HDMI-Output, das kann auch ein anderer Computer sein. Und dann kann ich hier über die Tasten im Prinzip zwischen den einzelnen Kameras wählen. Ja, super. Und das Ding, das läuft super stabil. Also hatten wir auch schon mal im Einsatz gehabt vom offenen Kanal, wirklich, die hatten das genutzt, das war eine tolle Sache. Hm. Gut. Vielen Dank. Gerne. Nadja Blues, hallo. Ah, hallo, kann man mich hören, ja? Ja. Gut. Tobias, du hast es gesagt, ich werde ganz kurz sein, immersiv. Und bei mir, wenn ich meine Zoom-Konferenzen mache, gibt es immersiv nicht. Gibt es so ein Häkchen irgendwo, wo man stellen kann? Immersiv, Galerie habe ich nicht. Zweite Frage, Hintergründe. Wenn ich verschiedene Hintergründe im Zoom erstelle, verschwinden sie oft selbst, automatisch. Warum? Das ist die Frage über Hintergründe. Und die dritte Frage, wenn ich in meinem Zoom 2 Fenster öffnen möchte, zum Beispiel ich zeige Videos, du nutzt das OBS, richtig? OBS Studio. Ja? Nee, ich habe eine andere Software, die heißt eCam. Okay, aber, die ist aber so du bist ähnlich. Es ganz professionell. Wir sind, ich vermute nicht, alle sind so Profis wie du. Und wie könnte man zum Beispiel 2 oder 3 Fenster für die Schüler oder Teilnehmer zeigen, gleichzeitig im Zoom? Das sind die 3 Fragen. Eieiei, das sind, jetzt muss man gucken, ob wir das hinkriegen. Also zum einen immersiv. Genau, richtig. Die heißt auch beeindruckende Ansicht. Die muss im Zoom-Account erstmal freigeschaltet werden. Das heißt, du musst dich unter Zoom OS einloggen, die Einstellung, dann die beeindruckende Ansicht freischalten und die aktuelle Zoom-Version haben, dann sollte das da sein. Ja, okay, mache ich. Gut, jetzt habe ich die zweite Frage schon wieder vergessen. Vielleicht mal so. Wie kann man 2 Fenster im Zoom machen, gleichzeitig, ohne andere Programme zu nutzen? Okay, da ist der einfachste Weg über ein zweites Zugangsgerät. Ja, also das heißt, wenn du dann über ein Tablet oder ein Smartphone dabei bist und dann eben diese beiden Geräte als Spotlight-Video setzt, und das ist der einfachste Weg. Gut, das mache ich. Manchmal habe ich das gemacht, aber ich habe gedacht, gibt es in Zoom. Und warum verschwinden Hintergründe manchmal? Muss man immer Upgrade machen? Das ist im Hintergrund ist so eine Sache. Also die Hintergründe und die, wie es dargestellt wird, das ist von der Rechenkapazität deines Computers abhängig. Ja, also das heißt, wenn der Computer nicht stark genug ist, nicht leistungsfähig genug ist, dann werden auch Hintergründe nicht unterstützt. Warum die jetzt aber bestehende Hintergründe verschwinden? Weiß ich nicht. Okay, das ist komisch. Ja, bei mir ist es so. Sie verschwinden immer. Bist du denn eingeloggt, wenn du, also normalerweise, wenn man in ein Konto eingeloggt ist und ein Hintergrund hochlädt, ist auf diesem Computer der Hintergrund da. Der ist nicht auf jedem Rechner da, wo du dich mit diesem Account einloggst. Die werden nicht synchronisiert. Aha, sie sind dann, ich bin mit meinem Computer dann in jeder Konferenz. Okay, ich überprüfe mal. Gut. Okay, alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Die Ute Penzel, hallo. Hallo, herzlichen Dank. Ja. Ich möchte mich erst nochmal bedanken für all das, was ich schon gelernt habe in diesen, immer wieder in diesen Meetings und Zoom-Konferenzen. Das ist prima. Von irgendwie letztes Jahr im März, ich habe noch nie den Namen Zoom gehört und jetzt begleite ich große Webinare auch mit hunderten Teilnehmern. Das ist toll. Eine Frage, wir haben jetzt Übersetzungen von 2 Übersetzern, die beide, also die eine Englisch und eine Deutsch übersetzen soll. Wie ist sowas einzurichten? Ja, also zum einen, Zoom bietet eine sogenannte Dolmetscherfunktion. Das bedeutet aber nicht, dass automatisch die Sprache im Audiokanal übersetzt wird, sondern ich schaffe, wenn ich diese Funktion aktiviere, parallele Audiokanäle. Das kann ich jetzt hier leider nicht zeigen, weil das muss bei der Planung eines Meetings muss das berücksichtigt werden. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, wenn ich hier in die Meeting-Funktion mit reingehe. Vielleicht kann ich das hier sogar hier zeigen.
Einen Moment, das kriegen wir doch auch hier irgendwie geregelt, oder? Ja, richtig, genau. Das ist der Vorteil, wenn man mehrere Betriebssysteme hier laufen hat. Dann kann man nämlich gerade mal in eine andere Instanz wechseln. So, also das hier ist jetzt ein ganz anderer Zoom-Account, wo ihr jetzt nicht mit dabei seid. Deswegen wird nicht verwirrt sein, dass ihr euch da jetzt nicht seht. Wenn ich jetzt hier ein Meeting plane über die Zoom-Software, na, wo ist es denn? Ich muss hier erstmal aus dem Meeting rausgehen. So, dann kann ich hier ein Meeting planen und habe jetzt hier auch die Möglichkeit, Sprachübersetzung zu aktivieren und kann jetzt hier, ich sage mal, eine Mailadresse von jemandem angeben, der dann Übersetzer sein soll. So, Deutsch zu Französisch. Das bedeutet jetzt nicht, dass diese Person zwangsläufig Deutsch zu Französisch übersetzen soll, sondern es wird lediglich ein zweiter Audiokanal Deutsch-Französisch in dem Meeting mit eingerichtet. So, zeige ich. Meeting ist hier. So, Meeting starten. So, jetzt gibt es hier unten diesen Button Dolmetscher. Ja. So, jetzt kann ich hier oder muss ich hier einen im Prinzip Dolmetscher zuordnen, der in dem Zoom-Meeting mit drin ist. Und jeder Teilnehmer hat auch diesen Button Dolmetscher. Der Dolmetscher, der wählt sich dann hier unten bei Dolmetscher zum Beispiel jetzt den Französisch-Kanal aus und hört, weil er der Dolmetscher ist, im Eingang das, was ich sage auf Deutsch, spricht in sein Mikrofon in Französisch, übersetzt simultan. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier bei Dolmetscher als Teilnehmer Französisch auswählen, hören nicht meine Sprache, sondern hören das, was der Simultan-Dolmetscher sagt. Ja? Also das heißt, ich brauche wirklich Simultan-Dolmetscher, die 1:1 übersetzen in separaten Audiokanälen. Das ist, wie gesagt, nichts, was man nebenbei macht, sondern da braucht man halt wirklich Profi-Übersetzer. Okay, schön. Dann ist die Diana dran. Hallo. Hallo. Ja, ich sage auch mal danke für die Veranstaltung. Ich arbeite im Bereich der Freiwilligendienste und wir nutzen auch seit dem letzten Jahr intensiv Zoom bei Online-Seminaren. Und da war es wirklich hilfreich, sich auch die Videos anzuschauen. Und meine Frage ist die, wir haben manchmal Veranstaltungen, gibt es natürlich einen Host und mehrere Co-Hosts. Gibt es auch im Chat die Möglichkeit, dass ich alle Co-Hosts anschreiben kann? Ich glaube nämlich nicht, weil das hätte ich jetzt schon sehr praktisch gefunden, dass man sich absprechen kann. Das stimmt, das stimmt. Das ist auch etwas, was ich im Meeting vermisse, dass man im Prinzip so Gruppen gestalten kann, um sich mit dem Orga-Team auszutauschen. Ja, also wir haben im Prinzip mit unserem Orga-Team parallele Kanäle über Signal, über Messenger oder über Matrix-Chat, weil das, wie gesagt, über Zoom nicht möglich ist. Das würde ich mir wirklich noch wünschen, aber das ist in der Meeting-Version nicht möglich. Genau, Signal nutzen wir auch, dann bleibe ich dabei. Aber vielen Dank. Ja, alles klar. Petra Guasee, hallo. Das Mikrofon ist doch aus. Hallo, ich grüße Sie, Herr Albert Heinemann. Wir hatten ja diese Woche schon Kontakt. Sehr schön. Ich lerne immer noch dazu, merke ich, und das ist von Mal zu Mal. Mir ist eingefallen, ich war bei einem Referat und da war der Referent mitten in der PDF als Person so. Ich sage es nicht als Kästchen, so wie wir uns jetzt hier sehen, sondern er war in dieser PDF, mal oben, mal unten. Das fand ich sehr erfrischend für ein Referat. Wissen Sie, was ich meine? Nicht als Kästchen, sondern so wie man sie jetzt sieht in der Sprecheransicht, so war er in dem Vortrag auf der Seite erkennbar. Ja, ich kann Ihnen, ich gucke mal gerade, ob das wir uns richtig verstehen. Ich suche mal gerade eine kurze Präsentation hier aus. Moment, muss meine... So, meinen Sie das so vielleicht? Ja, genau. Und Sie haben jetzt so einen grauen Schatten da so. Genau.
Genau. So grau umrissen, sehen Sie das? Also, oder ist es jetzt bei mir auf meinem Desktop deswegen? Das ist jetzt der Hintergrund, ist das. Ah, der Hintergrund, ja, okay. Das heißt, wenn jetzt eine PDF wäre, kann man das kleiner und größer machen, genau. Ja, also das ist bei Zoom. Moment, ich muss mal gerade meinen Hintergrund wieder mit reinsetzen. Das ist die Funktion Folie als virtueller Hintergrund. Ich gebe mal gerade meinen Bildschirm frei, um Ihnen das zu zeigen. Wenn ich den Bildschirm freigebe, dann gibt es unter Erweitern die Möglichkeit Folie als virtueller Hintergrund. Das geht aber nur mit PowerPoint. Ja, und zwar auch nur mit Text-PowerPoint. Also da dürfen keine Multimedia-Inhalte mit drin sein. Okay. Und dann kann ich hier die Präsentation im Prinzip auswählen. Und dann so, wie der virtuelle Hintergrund hier funktioniert, da wird dann im Prinzip die PowerPoint-Präsentation, wie Sie es gerade gesehen haben, als virtueller Hintergrund geladen. Ich kann die PowerPoint-Präsentation durchklicken und bin dann ausgeschnitten von Zoom mit drin. Was aber ehrlich gesagt nicht wirklich schick aussieht, wenn man nicht gerade einen Greenscreen hinten dran hat. Also bei mir funktioniert die Freistellung, wenn ich jetzt mich zum Beispiel hier vor den Browser setze, so, da kann ich hier drin rumlaufen und das wird auch einwandfrei freigestellt. Das liegt aber, wie gesagt, daran, dass ich ja hier vor einem Greenscreen stehe, also wirklich vor einem grünen Tuch in einem Studio. Zoom macht das ja auch ohne, das sehen Sie auch bei den normalen virtuellen Hintergründen, aber auch da sieht das so, naja, aus, ne? Wenn da mal teilweise Leute verschwinden, Arme verschwinden, Köpfe verschwinden, so ist das da eben auch. Das heißt, über eine PDF wäre das dann nicht machbar, im Grunde nur über PowerPoint. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob das mittlerweile auch als PDF möglich ist, aber meines Wissens nach geht das nur als PowerPoint. Nee, PDF geht nicht, nur PowerPoint. Okay. Und wie gesagt, wenn er das als PDF machen würde, dann so wie ich über eine Streaming-Software, da kann ich ja auch eine ganz beliebige Datei im Hintergrund haben. Ich kann ja auch, ich sag mal, ganz normal meinen kompletten Desktop als Hintergrund haben und dann in meinem Desktop rumlaufen. Das geht dann aber über so eine Streaming-Software. Ja, okay, die braucht man dann separat, alles klar. Genau, richtig. Vielen Dank, ja. Und wie gesagt, auch wer sich da einfach auch mal ein bisschen, das ist gar nicht mal so aufwendig, ich sag mal, also natürlich mit so kompletten Fenstern und Greenscreen, aber jetzt auch mal sowas wie so ein Logo einzublenden oder so eine Bauchbinde, das ist wirklich nicht aufwendig. Auch für jemanden, der sich nicht irgendwie super gut auskennt mit der Software OBS. Und da gibt es auf der Erwachsenenbildung.digital-Seite zwei Videos dazu, wo einerseits ich und auch der Kollege dann auch nochmal zeigen, wie sowas funktioniert. Interessant, ja. Danke. Gut, gibt es denn sonst noch Rückmeldungen oder Fragen? Der Holger, hallo. Ja, hallo. Und auch von mir einen herzlichen Dank bezüglich aller Sachen, die ich bei euch bisher gefunden habe. Meine konkrete Frage ist jetzt, hast du in irgendeiner Weise Erfahrung, es werden ja ab, ich glaube, Mitte, Ende Juli irgendwelche Apps angeboten, die in Zoom integriert sind. Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen oder Hinweise? So, Zoom-Apps, genau. Erste Anlaufstelle bei sowas ist natürlich unser Blog erwachsenenbildung.digital und da gibt es auch die Langversion. Darum ist Zoom-Apps zurzeit nicht zu gebrauchen. Frage beantwortet. Genau, richtig. Um es einfach kurz zu fassen, also ich sage im Bildungsbereich nicht zu gebrauchen, um es kurz zu fassen, Zoom-Apps funktioniert nur, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur die Zoom-Software benutzen, sondern auch einen Zoom-Account. Weil über den Zoom-Account diese Apps über eine englischsprachige Oberfläche installiert werden müssen. Und also für unsere Zielgruppe in der Erwachsenenarbeit, das ist zu viel Barriere. Da kommt keiner mit klar. Okay, danke. Jocelyn, hallo. Hallo, danke auch. Ich habe auch super viel gelernt. Das, was ich immer schwierig finde in meinen Seminaren, ich mache vorwiegend Multiplikatorinnen-Fortbildungen, wo wir auch Methoden ausprobieren und ganz viel Peer-to-Peer-Beratung machen. Wir brauchen immer wieder aus diesen Breakout-Sessions formulierte und notierte Arbeitsergebnisse und haben noch nicht wirklich so
der Weisheit letzter Schluss gefunden, wie wir das am besten lösen. Und wir helfen uns meistens mit irgendwie entweder einem Padlet oder irgendwelchen, einem Miro oder sonst irgendwas. Und das finde ich so ein bisschen unkomfortabel, weil nicht alle Menschen mit einem Endgerät daran teilnehmen, wo sie gut wechseln können zwischen den verschiedenen Angeboten. Ja. Hast du da noch einen Tipp? Ich habe einen Wunsch. Also Wünsche hätte ich da ganz viel. Und zwar, ich wünsche mir schon seit Ewigkeiten, dass Zoom auch endlich mal ein Etherpad einbaut, wie es BigBlueButton hat. Das würde ich mir wirklich wünschen. Aber nee, das ist wirklich das Problem. Also wenn du wirklich dokumentieren willst, du hast einfach nur dieses mittelmäßige Whiteboard, was die ausschließt, die per Browser teilnehmen. Oder eben du arbeitest mit einem Etherpad oder wir arbeiten halt mit CryptPad oder auch mit unserer Nextcloud, wo wir up- und downloaden können. Aber da müssen die Leute auch erstmal mit zurechtkommen, wie gesagt, mit dem Wechsel zwischen Zoom und den Fenstern. Das ist im Prinzip auch, ich sag mal, eine Hürde. Da gibt es im Moment noch keine angenehme Lösung. Ja, wie gesagt, wir sind halt immer so an diesem Punkt, okay, wir kommen, glaube ich, nicht drum herum, zweigleisig zu arbeiten, wenn wir wirklich inhaltlich auch arbeiten wollen. Und da überlegen wir uns eine möglichst einfache und zugängliche Methode und informieren die Teilnehmer, wenn es jetzt ein Seminar ist oder ein Kurs, im Vorfeld, was wir machen, wie wir es machen. Das kann man ja auch in Form von Videos zum Beispiel auch machen. Wir haben unsere Barcamp-Bildung digital, da sind dann Videos zu finden, so machen wir die Sessionplanung, so machen wir die Dokumentation, da kann man es mal ausprobieren, dass sich die Leute im Vorfeld schon mal dran gewöhnen können und nicht am Tag der Veranstaltung davor stehen. Aber letztendlich, das tut auch nicht jeder und die Herausforderung bleibt, wie du es beschrieben hast. Ja, also mache ich es weiter so über meinen Moodle-Account im Kurs. Ja, mit klar. Der Kurzanleitung, ja, geht nicht anders. Ja, genau. Geht nicht. Wie gesagt, solange Zoom keinen Texteditor oder sowas mit drin hat, geht das halt nicht. Gut, prima. Es ist 11.03 Uhr. Wir sind ja pünktlich wie die Feuerwehr und ich sehe auch keine Hände mehr oben. Von daher bedanke ich mich recht herzlich für die ganz tolle Rückfragerunde, Gesprächsrunde und ja, wie gesagt, die Aufzeichnung wird es ab heute Nachmittag bei uns im Blog geben und ansonsten freue ich mich, den einen oder die andere dann mal wiederzusehen. Bis dahin alles Gute, bis bald, macht's gut, bis bald. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss.